Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Verleihung des Paul-Flora-Preises 2021. Dieser Kunstpreis wird von den Ländern Tirol und Südtirol seit 11 Jahren gemeinsam und im jährlichen Wechsel an junge Kunstschaffende beider Länder vergeben. In diesem Jahr ist das Land Südtirol an der Reihe. Mein Name ist Alexandra Pan, ich bin Mitarbeiterin des Amtes für Kultur und mit der diesjährigen Organisation beauftragt. Ich befinde mich hier im Filmraum der Abteilung Kultur in Bozen, begrüße Sie von hier aus und werde Sie durch die Feier begleiten. In diesem Jahr geht der Preis an die Künstlerin Maria Walcher und er würde ihr normalerweise im Rahmen eines Festakts in Glurns persönlich überreicht. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist dies jedoch leider nicht möglich. Wir haben daher die Feier kurzerhand ins Netz verlegt und hoffen, dass der Genius Lotzi dennoch wirkt. Auf virtuellem Weg möchten wir nun die Preisträgerin würdigen und des Künstlers Paul Flora gedenken. Er hat diesen Kunstpreis 2002 initiiert. Daher beginnt der Festakt mit einem Gruß aus Glurns, dem Geburts- und Heimatort Paul Floras. Von dort begrüßen uns der kommissarische Verwalter der Stadt Glurns, Anton Patscheider, und Altbürgermeister Luis Frank. Für die festliche Stimmung sorgt David Frank an der Ziehharmonika. Sehr geehrte Damen und Herren, als Kommissär der Stadt Glurns darf ich Sie heute alle recht herzlich begrüßen zur Verleihung des Paul-Flora-Preises 2021. Leider muss heuer diese Feier im virtuellen Rahmen stattfinden, aus den uns allen bekannten Gründen. Mein besonderer Gruß geht an die Preisträgerin Frau Maria Walcher, an die Kulturlandesräte Philipp Achammer und Frau Dr. Beate Palfrader aus Nordtirol. Ebenso begrüße ich die Jurymitglieder. Frau Magister Sabine Gamper wird später dann die Laudatio halten. Heuer fehlt uns natürlich auch die musikalische Begleitung der gewohnten Musikkapelle Glurns. Es wird uns aber Herr David Frank mit seiner Ziehharmonika durch diese Feier begleiten. Ich möchte nun das Wort an Luis Frank, den früheren Bürgermeister der Stadt Glurns, übergeben, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Preis abwechselnd in der Stadt Glurns hier verliehen wird. Wir befinden uns hier am Grab von Paul Flora, der seit seinem Tod am 15. Mai 2009 hier seine ewige Ruhe gefunden hat. Luis, bitteschön um deine Worte. Allen ein herzliches Grüß Gott aus Glurns am Grabe von Paul Flora. Darf ich zu Beginn um einen stillen Gedanken bitten? Denn heute vor 12 Jahren ist Paul Flora, Ehrenbürger der Stadt Glurns, in Innsbruck verstorben. Und wir denken auch an Sven Sachsalber, der 2019 in Glurns den Paul-Flora-Preis verliehen bekommen hat und im Dezember letzten Jahres leider ganz plötzlich und unerwartet und natürlich allzu früh verstorben ist. Paul Flora ist 1922 in Glurns geboren, früh abgewandert und immer Glurnser geblieben, weil er immer Glurnser sein wollte. Das mauergeschützte Alter seiner Stadt, unseres Städtchens, die bewährte Architektur und die Eigenheit seiner Bewohner hat ihn angezogen und das Besondere und Außerordentliche hat Paul Flora immer geliebt. In seinem großen grafischen und zeichnerischen Werk
begibt er sich auffällig oft in zwei Städte, nach Venedig und nach Glurns. In Venedig zeigt er die melancholisch heitere Stimmung, das Leben als Zeremonie von endlicher Dauer, bevölkert von Künstlern, Dichtern, Illusionisten und Harlekinen. Und augenzwinkernd begibt er sich dann wieder zurück nach Glurns, in das graue und dann wieder farbige Glurns, dem festen Ort der ummauerten Tiroler Geschichte, zwischen imposanter Architektur und unverrückbarem altem Leben, das von Prozessmäusen, trachtgewandten Tirolern und schwarzen Raben bevölkert ist. In seinem weiten Werk ist Glurns Ursprungsland, Geburtsort, emotionale Heimat und Kunstobjekt. Er hat zu seinem Glurnser Dasein eine emotionale und soziale Bindung. Er hat seinerzeit den Sanierungsprozess zur Stadterneuerung unterstützt. Er hat mit seinem Liechtensteiner Bandclub Schriftsteller, Architekten, Künstler und andere Neugierige nach Glurns gebracht. Hier in Glurns hat Paul Flora die von ihm sehr geschätzte letzte Ruhe. Der Grabstein wurde übrigens vom Vorarlberger Bildhauer Herbert Meusberger gestaltet, gefunden. Seine Dauerausstellung im Tauferer Torturm, begleitet von seinen treuen und klugen Raben, auch am Grab und an der Fassade des Rathauses, seinem Geburtshaus. Ein Vermächtnis von Paul Flora ist auch der Paul Flora Preis. Er wird jährlich an Tiroler Kunstschaffende vergeben. Gestiftet wird er von den Ländern Nord- und Südtirol und wird abwechselnd in Innsbruck und Glurns verliehen. Heute an die junge Künstlerin Maria Walcher. Dazu herzliche Gratulation. Thank you.
Dank den Herren aus Glurns. Ihnen gilt ein besonderer Dank dafür, dass die Preisverleihungen von Südtiroler Seite immer in Glurns stattfinden können. An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Musikprogramm eingehen. Musiker und Komponist David Frank spielt heute Maria Walcher zu Ehren drei Eigenkompositionen, die er kürzlich auf seiner brandneuen CD veröffentlicht hat. Dieses Musikprojekt entspringt einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Musikerinnen aus Tirol und Südtirol. Mit einer sehr zeitgenössischen Interpretation von Volksmusik reicht seine musikalische Palette dabei von traditionellen Liedern bis zu Blues, Jazz und Folk. Sie haben soeben das Lied Amazia gehört. Der Titel bezieht sich auf den rätoromanischen Namen seines Heimattals Matsch und bedeutet übersetzt das liebliche Tal. Ich bitte nun Landesrat Philipp Achammer und Landesrätin Beate Balfrader um ihre einführenden Worte. Ja, sehr geehrte zugeschaltete Damen und Herren, liebe Künstlerinnen und Künstler draußen, es schauen sicherlich viele zu, liebe Landesrätin Dr. Beate Balfrader, liebe Alexandra Bahn, liebe Sabine Gamper als Vertreterin der Paul-Flora-Jury, liebe Vertreter der Gemeinde der Stadt Glurns, dem Kommissär und dem Altbürgermeister Luis Frank, ganz besonders aber liebe Preisträgerin Maria Walcher. Auch wenn wir heute auf diesem digitalen Wege diese Preisverleihung feiern, so feiern wir nicht minder und nicht weniger, denn es ist uns eine ganz, ganz große Freude, diesen so besonderen Paul-Flora-Preis vergeben zu dürfen. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich von zu Hause aus einmal diesen Preis vergebe. Aber liebe Maria, wir werden dich heute mindestens genauso wie in Präsenz feiern. Erlaub mir aber, bevor ich auf den Preis und die Preisträgerin eingehe, zuerst doch noch einmal einen kleinen Moment der Erinnerung einzuschieben. Mir liegt es einfach ganz persönlich am Herzen. Wir waren vor 2 Jahren das letzte Mal 2019 in Glurns, liebe Beate, gemeinsam und haben den Paul-Flora-Preis damals an Sven Sachsalber vergeben. Ich muss sagen, wir haben uns im letzten Dezember auch gehört, wir waren beide tief betroffen, als wir davon gehört haben, dass Sven Sachsalber im vergangenen Dezember eines natürlichen Todes in Wien verstorben ist. Und es ist mir wichtig, einen Moment lang an diesen so großen Künstler, der allzu früh von uns gegangen ist, 33-jährig, zu gedenken. Wir waren damals in Glurns und haben ihn als bescheidenen, zurückhaltenden, sich niemals selbst zu wichtig nehmenden Künstler erlebt, der diesen Paul-Flora-Preis allzu sehr verdient hat. Und mir ist es einfach heute, und verzeiht es mir, und sicherlich unsere heurige Preisträgerin wird dem zustimmen, einfach wichtig zu sagen, wir gedenken dieser großen Künstlerpersönlichkeit Sven Sachsalber, er bleibt uns mit seiner Kunst erhalten und wird gerade in der jetzigen Zeit auch Mahnung sein einerseits, aber uns vieles mitgeben, auch wenn er nicht mehr aktiv Kunst gestalten kann. Liebe Preisträgerin Maria Walcher, ich freue mich außerordentlich und ich darf es zu Beginn vielleicht meiner einleitenden Worte auch sagen, ich habe mich außerordentlich gefreut, als ich gehört habe, dass der heurige Preis, der Paul-Flora-Preis, an dich geht und ich dir telefonisch, das ist immer ein ganz besonderes, die Botschaft übergeben durfte. Ich weiß es nicht, ich darf mit einer persönlichen, ganz persönlichen Note beginnen. Ob du dich erinnern kannst, ja vielleicht schon, ich darf mich an Maria Walcher aus persönlicher Sicht schon erinnern aus meinen Oberschulzeiten. Wir haben dieselbe Oberschule besucht, sie ist ein Jahr älter als ich und schon damals war unübersichtlich, ich habe dich gut in Erinnerung, dass dein kreatives Potenzial sehr präsent war. Dass ich dir jetzt einige Jahre später dürfte den Paul-Flora-Preis gemeinsam mit Landesrätin Dr. Beate Balfrader übergeben, ist mir natürlich eine ganz, ganz besondere Freude. Ich habe 2 Abschnitte von Paul Flora herausgesucht, wo mir persönlich vorkommt, dass es ganz besonders auch auf dich zutrifft. Und ich darf sagen, ich bin der Meinung, dass du eine ganz würdige Preisträgerin gerade im heurigen Jahr, im so besonderen Jahr 2021 bist.
Paul Flora hat ja 2007 mein letztes Buch veröffentlicht mit seinen Grafiken, und zwar mit dem Titel Rückwärts in die Zukunft. Und er ist damals von Erich Kästner bezeichnet worden als ein Bilderschriftsteller, der in der Muttersprache aller Völker schreibt. Ich glaube, in einem gewissen Sinne könnte man diese beiden Ausdrücke auch auf dich übertragen, liebe Maria. Denn du hast eine besondere Vorstellung von Kunst. Und ich darf mir erlauben, aus einem Interview von dir von 2016 deine persönliche Überzeugung von Kunst auszusprechen. Damals hast du auf die Frage, was Kunst für dich bedeutet, gemeint: Kunst ist für mich ein Medium der Kommunikation, das es mir erlaubt, auf unkonventionelle Art und Weise einen Dialog zwischen Betrachter oder Betrachterin und Kunstwerk aufzubauen, sensible Themen anzusprechen und Fragen in den Raum zu werfen. Ja, wir brauchen es allzu sehr, dass gerade in der jetzigen Zeit sich jemand traut, gesellschaftspolitische, sozialpolitische Themen, Themen der Erinnerungskultur, Themen des Aktuellen aufzusprechen und anzusprechen. Und du hast das bereits in deinem bisherigen Werk auf sehr besondere Art und Weise gemacht. Mit sehr einfachen Methoden, mit auch einfachen Materialien, mit unterschiedlichen Medien zwar, aber immer sehr, sehr treffend. Und du hast es wirklich geschafft, einen Diskurs aufzuwerfen. Und dieser Diskurs ist gerade, und deswegen sage ich, bist du passender denn je im heurigen Jahr, in der aktuellen Corona-Pandemie, ein ganz, ganz wichtiger. Kunst muss aufwerfen, muss hinterfragen, muss auch Themen als solches darstellen, muss sich trauen, etwas anzusprechen, was vielleicht auch nicht passend ist. Du hast es bisher getan und ich bin überzeugt, du wirst es auch bisher und weiterhin machen. Und wir brauchen das ganz, ganz dringend in dieser Zeit. Ebenso meinte Paul Flora einmal: Ich bin kein großer Denker, wir würden das wahrscheinlich heute anders sehen, ich habe nur einen guten Instinkt. Und ich denke, auch du hast in deinem bisherigen jungen kreativen Schaffen einen sehr, sehr guten Instinkt bewiesen. Einen sehr guten Instinkt bewiesen, indem du treffend das dargestellt hast, was du darstellen wolltest und es geschafft hast, anzuregen. Und das soll Kunst. Es löst in uns allen etwas anderes aus. Aber es löst etwas aus, das sehr, sehr passend und sehr treffend ist. Du hast dies bewiesen. Ich sage noch ein Letztes. Ich freue mich auch ganz besonders dafür, ich weiß das, dass damit auch deine künstlerische Laufbahn, die nicht immer eine ganz, ganz einfache war, und ich meine jetzt in besonderer Art und Weise, du hast Familie und Kunst optimal miteinander verbunden, und das ist niemals für eine junge Künstlerin leicht, auch diese künstlerische Laufbahn gewürdigt wird. Lieber Maria, wir gratulieren dir von Herzen zu diesem Paul-Flora-Preis 2021. Es ist meines Erachtens einer der schönsten Kunstpreise, die unser Land zu vergeben hat, wenn nicht der schönste Kunstpreis, weil er Zuspruch, Würdigung, aber auch Ansporn und Reiz für das weitere Schaffen ist. Bitte trau dich weiterhin, diese Fragen aufzuwerfen, die du auch bisher aufgeworfen hast. Wir haben es bitter nötig und bleib der Kunstwelt als solches durch dein Schaffen noch sehr, sehr lange erhalten. Wir werden danach dann die offiziell digitale Übergabe des Preises machen, aber ich verspreche dir heute schon eines: Wir werden es nicht mit dieser digitalen Ausgabe oder Übergabe, mit dieser belassen, sondern mit Sicherheit gemeinsam, liebe Beate, dann diesen Preis auch persönlich in Abstand und was auch immer jetzt notwendig ist, dir übergeben. Danke übrigens auch, liebe Beate, dir für dein Dabeisein. Danke, dass du an diesen Preis auch glaubst. Das ist ganz, ganz wichtig, auch uns ganz, ganz wichtig. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch viele schöne gemeinsam Paul-Flora-Preise als solches vergeben können. Aber zuallererst dir, liebe Maria, herzlichen Glückwunsch. Und ich darf jetzt übrigens überleiten, das ist mir anvertraut worden von Alexandra Pahn, der ich ganz, ganz herzlich für ihren enormen Einsatz danken darf in dieser Vorbereitung. Ich darf überleiten an die Grußworte
meiner Kollegin Dr. Beata Ballfrader, Kulturlandesrätin des Bundeslandes Tirol. Liebe Beate, dir das Wort. Ja, danke, lieber Amtskollege Philipp Achhammer, liebe Vertreterinnen, Vertreter der Gemeinde Glurns, liebe Teilnehmende an dieser ganz besonderen Preisverleihung, liebe Jurorinnen, aber vor allen Dingen liebe Maria Walcher. Ja, die Kunst, so hat schon Goethe gesagt, ist die Vermittlerin des Unaussprechlichen, weil eben gerade die Kunst Raum für Kreativität und für Individualität schafft und weil Kunst die Grundlage ist für Reflexion und Freiheit, für Träume und für Utopien. Und Künstlerinnen und Künstler, wie auch die heurige Preisträgerin Maria Walcher, erheben ihre Stimme gegen die Gleichgültigkeit und Ignoranz. Und mit ihren Arbeiten reflektieren sie die Gegenwart, denken in die Zukunft und spielen damit eine ganz zentrale Rolle für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Der Paul-Flora-Preis, der seit 2010 abwechselnd von unseren beiden Ländern verliehen wird, trägt der besonderen Bedeutung vor allen Dingen der zeitgenössischen bildenden Kunst Rechnung. Und er setzt aber auch, und das ist mir so wichtig, Impulse für die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zwischen Tirol und Südtirol. Corona-bedingt fand diese Zusammenarbeit in den letzten Monaten unter schwierigen Bedingungen statt. Umso schöner ist es, dass wir uns heute trotzdem zumindest auf diesem Weg sehen und den wirklich wunderbaren Kunstpreis der beiden Länder verleihen können. Immer verbunden auch mit der Hoffnung, dass persönliche Begegnungen bald wieder ohne Einschränkungen möglich sein werden und dass diese grenzüberschreitende kulturelle Initiative oder diese vielen Initiativen mit Leben erfüllt werden können. Denn schließlich ist es, und hier bin ich wieder bei Paul Flora, ja eine Intention dieses Preises, die zeitgenössische Kunst dies und jenseits des Brenners zu fördern und junge Künstlerinnen und Künstler aus Tirol und Südtirol dazu anzuregen, ebenso engagiert, ebenso kreativ, ebenso kritisch zu sein, wie Paul Flora es selbst war. Mit Maria Walcher hat die Jury eine Künstlerin ausgewählt, die diesem Anspruch absolut gerecht wird. Sie greift in ihren Arbeiten gesellschaftlich relevante Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umgang mit dem Fremden und Erinnerungskultur auf und sie regt zum Diskurs und auch zum Blickwechsel an. Mit ihrer partizipativen Arbeitsweise schafft sie niederschwellige Zugänge zur Kunst und nutzt ihre Arbeit als Medium der Kommunikation. Und zudem verkörpert Maria Walcher, die aus Südtirol stammt, seit einigen Jahren in Innsbruck lebt und sowohl in der Tiroler als auch in der Südtiroler Kunstszene eine ganz starke Präsenz aufweist, das grenzüberschreitende Element des Paul-Flora-Preises in besonderem Maße. Und ich gratuliere Maria Walcher zu dieser großen Auszeichnung und ich danke auch der Jury, Sabine Gamper, Nina Dabasoni und Katharina Seiwald-Flora für die überzeugende und gut begründete Auswahl der Preisträgerin. Mein besonderer Dank gilt wie jedes Jahr meinem Amtskollegen Philipp Achhammer für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei diesem Preis und auch bei vielen weiteren grenzüberschreitenden Initiativen. Ich danke auch seinem Team, namentlich Alexandra Bahn, für die Abwicklung des Preises und auch für die etwas andere Vorbereitung der heutigen Preisverleihung im digitalen Raum. Es ist nun bereits das zweite Jahr, in dem der Paul-Flora-Preis unter den besonderen Rahmenbedingungen der Covid-Pandemie verliehen wird und ein Zusammenkommen nicht möglich ist. Ich möchte daher an dieser Stelle speziell die Preisträgerin aus dem Vorjahr, Sarah De Cristoforo, willkommen heißen, die Preisverleihung im Livestream heute mitverfolgt und ihr ebenfalls herzlich
zum Preis gratulieren. Ich wünsche mir, dass der Paul-Flora-Preis die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Stellenwert der zeitgenössischen bildenden Kunst in unserer Gesellschaft lenken, aber auch Ansporn und Motivation für die Kunstschaffenden in Tirol und Südtirol sein wird. Nämlich Ansporn, konsequent ihren Weg weiterzugehen. Ihnen allen möchte ich ganz herzlich einfach danken für diese Teilnahme an der digitalen Feierstunde. Damit drücken Sie auch gegenüber den Künstlerinnen und den Künstlern, heute vor allen Dingen gegenüber Maria Walcher, ihre Wertschätzung aus und setzen auch damit ein Zeichen des Aufbruchs und der Zuversicht. Und ich kann mich nur meinem Kollegen Philipp Achram anschließen, wir holen das nach, ganz bestimmt, in Präsenz, mit Abstand, mehr oder weniger. Die Pandemie und die Entwicklung der Pandemie wird es zeigen. Aber wir werden uns wieder treffen, nicht nur im digitalen Raum, und gemeinsam uns freuen über großartige Künstlerinnen und Künstler in unseren beiden Ländern. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, liebe Maria Walcher. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Sie haben soeben das Stück Sommerliebe gehört. Sabine Gamper als Mitglied der Jury stellt uns nun in ihrer Laudatio die Preisträgerin Maria Walcher und ihr künstlerisches Werk vor. Der Jury gehören auch Katharina Seiwald-Flora als Vertreterin der Familie Flora an, sowie Nina Tabasomi, welche die Kunsthalle Tirol im Taxispalais in Innsbruck leitet. Liebe Sabine, dir das Wort. Ich freue mich außerordentlich, dieses Jahr die Laudatio des Paul-Flora-Preises für die Künstlerin Maria Walcher halten zu dürfen. Maria Walcher ist gebürtige Südtirolerin. Sie lebt aber seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Innsbruck und repräsentiert daher schon rein aus ihrer Biografie heraus diese Verknüpfung der beiden Länder und natürlich auch den Paul-Flora-Preis, der von den beiden Ländern Südtirol und Tirol an die Künstler verliehen wird.
Maria Walcher ist Jahrgang 1984. Sie hat ihre Kindheit in Farn und in Brixen verlebt. Sie hat schon sehr früh mit der Nähmaschine ihrer Mutter, die gelernte Schneiderin war, begonnen zu arbeiten. Und zudem hat ihr Vater, der hobbymäßig alte Möbel restauriert hat und auch als Grafiker beruflich gearbeitet hat, in seiner Werkstatt eine Werkbank eingerichtet. Und so hat Maria Walcher schon als Kind eine selbstständige und kreativ experimentierende Arbeitsweise kennengelernt. Später kam dann ihr großes Interesse für soziale Themen dazu, welches sie in ihrem Studium der Kunst und kommunikativen Praxis an der Universität für angewandte Kunst in Wien, aber auch bei ihrem Masterstudium zu Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien in Weimar vertiefen konnte, wo sie von 2012 bis 2014 sich intensiv mit sozialpolitischen Themen, mit ortsspezifischen Installationen und mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigte. Bereits während ihrer Studienjahre entdeckte Maria Walcher ihre Leidenschaft für das Unterwegssein, welches sie auf einen Studienaufenthalt nach Lissabon führte und anschließend dann auch in verschiedene Residences in Mexiko, nach Brasilien, Österreich, Italien. Und was in der Folge auch dazu führte, dass das Unterwegssein für ihre künstlerische Praxis ein ganz wichtiger Aspekt ist. Bereits im Jahre 2011 hat Maria Walcher zum ersten Mal ihre Koffer gepackt in dem Projekt I Pack My Bag und hat ihre Nähmaschine und ein Rad genommen und hat sich aufgemacht auf eine Reise durch verschiedene Länder und durch verschiedene Städte. Sie war in Sarajevo, sie war in Wien, in München, in Zürich und abschließend dann auch noch in Istanbul. Das waren durchwegs selbstorganisierte Projekte der Künstlerin. Und sie hat da das Nähen als handwerkliches, aber auch künstlerisches Instrument angewandt, und zwar zur Verknüpfung von Menschen, von Kulturen und von Themen. Sie hat sich in diesem Projekt immer wieder öffentliche Plätze ausgesucht. Also das waren entweder Dorfplätze, aber auch Bars, Galerien, andere Räume, wo sie die Möglichkeit hatte, sich mit Menschen zu treffen. Und sie hat diese Menschen gebeten, ihr Kleidungsstücke zur Verfügung zu stellen, welche mit einer persönlichen Geschichte, mit einer persönlichen Erinnerung verknüpft waren. Und so hat sie diese Kleidungsstücke dann auch miteinander vernäht und Geschichten rund um den Globus kreiert anhand ihrer Kreationen. Das Erinnerungsstück Kleidung war sozusagen die Möglichkeit, eine Plattform zu schaffen, eine Plattform der Kommunikation und des kulturellen Austausches. Und zudem hat sich Maria Walcher in diesen Projekten auch immer mit der kreativen Szene der verschiedenen Städte und Länder vernetzt. Im Jahre 2012 hat sie das Projekt wiederholt und hat damals, nachdem sie viele Jahre auch im Ausland gelebt hatte, ihr Heimatland Südtirol mit der Nähmaschine wandernd durch die verschiedenen Dörfer und Städte wieder neu kennengelernt. 2018 hat sie dann ihre mobile Schneiderei in ihrem Projekt Querschnitt wieder aufgegriffen. Sie hatte 2 Jahre zuvor, 2016, für die Idee zu diesem Projekt den Benno Barth Award gewonnen und hat dann beschlossen, einen VW-Bus umzurüsten und hat sich gemeinsam mit professionellen Schneidern, die aber durchwegs einen multikulturellen bzw. einen Migrationshintergrund hat, aufgemacht in verschiedene Täler, sowohl Südtirols wie auch Tirols. Auch damals war dann wieder der öffentliche Raum ihre Plattform, den sie zur Bühne umgewandelt hat bzw. zu einem performativen Ort gemacht hat, an dem es einen offenen Austausch gegeben hat zwischen diesen professionellen Schneidern und Schneiderinnen und eventuell Passantinnen oder auch Gruppen, welche von Maria Walcher im Vorfeld eingeladen wurden, wie zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder auch Erwachsenengruppen. Im Sinne einer Kunst als kommunikativer Praxis hat so Maria Walcher wiederum ein Angebot eröffnet, nämlich durch das gemeinsame handwerkliche Tun in einen Dialog und in einen Austausch mit den Menschen
zu treten, wobei natürlich im Subkontext immer auch Machtverhältnisse und Hierarchien zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimischen eine Rolle gespielt haben. Aber es ging ihr nicht darum, sozusagen eine heile Welt zu kreieren, sondern vielmehr darum, eine Möglichkeit zum Austausch auf einer gemeinsam neu definierten Basis. Das Interesse von Maria Walcher für soziale Themen hat sie im Jahre 2014 im Rahmen ihrer Masterarbeit in Weimar in das kleine Dorf Riace in Kalabrien in Süditalien geführt. Und zwar war dieses Dorf schon einige Jahre vorher bekannt geworden unter der Bezeichnung Modello Riace, da sie ein alternatives Flüchtlingsprojekt ins Leben gerufen haben, welches dann als Utopie Europas auch in den Medien teilweise bezeichnet worden war. Es war sozusagen ein kleines Dorf beim Aussterben, weil die jungen Leute das Dorf verlassen hatten. Und über diese Flüchtlinge, die meistens auch junge Leute sind, die in dieses Dorf gekommen sind, wurde sozusagen eine neue, lebendige, kreative, soziale Szene auch entwickelt und das Dorf hat sich als solches wieder erholt. Die interessante Geschichte hinter diesem Riace ist jene, dass 1998 zum ersten Mal ein Flüchtlingsboot mit kurdischen Flüchtlingen in diesem Dorf gelandet ist. Und Anfang der 70er Jahre hatte man an diesem selben Ort, wo dieses Flüchtlingsboot gelandet war, zwei griechische Bronzen gefunden, welche dann unter der Bezeichnung I Bronzi di Riace zu also sehr großer Bekanntheit auch geführt haben. Und Maria Walcher hat genau diese Geschichte und diese Parallelen aufgegriffen und hat ein mehrteiliges Kunstprojekt realisiert mit dem Titel Trasite. Trasite bedeutet im kalabrischen Dialekt willkommen. Und da hat sie eben diese unterschiedlichen Motive des Reisens und auch Flucht ist natürlich eine Form des Reisens mit dem romantischen Blick der Weimarer Klassik, also die Reisen Goethes zum Beispiel, in Verbindung gebracht und hat natürlich die Frage, die offene Frage aufgeworfen, welche beziehungsweise, also wer ist willkommen, welche Art von Kultur ist willkommen und welche nicht. In diesem Projekt hat sie dann zwei lebensgroße Repliken dieser Bronzen von Riace in das Gewässer der Ilm, das ist der Fluss in Weimar, gelegt. Und genau zwischen Goethes Gartenhaus und dem römischen Haus. Die haben dort gewirkt wie angeschwemmt, also in Erinnerung natürlich an das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch eine Brücke zwischen Vergangenheit und aktueller Zeit hergestellt. Das Flüchtlingsthema hat Maria Walcher auch schon im Jahre 2013 aufgegriffen, und zwar in einer Installation mit dem Titel Salz, Wasser, Mehl in der Franzensfeste, Festung Franzensfeste, wobei sie eine ganze Reihe von selbstgebackenen Bauernbroten, also Bräteln, am Boden installiert hat. Das Bauernbrot hat ja weltweit sozusagen die Bedeutung von Grundnahrungsmittel. Auf der anderen Seite ist das Bauernbrot in jeder Kultur auch verknüpft mit einer ganz bestimmten Ess- und Backkultur. Sie hat dann diese Installation der Brote mit einer großformatigen Fotografie eines Flüchtlingsbootes zusammengebracht und zudem noch einen Sound von Meeresrauschen in den Raum hinein verlegt. Ihre Aussage war jene, dass nämlich über das Grundnahrungsmittel Brot Kulturen einen verbindenden Aspekt miteinander finden können. Neben den gesellschaftlichen Herausforderungen, so wie zum Beispiel eben das Miteinander von Menschen unterschiedlicher biografischer Herkünfte oder unterschiedlicher kultureller Hintergründe, arbeitet Maria Walcher immer wieder auch mit alten Kultur- und Arbeitstechniken. In diesem Projekt in der Franzensfeste war es natürlich das Backen des Bauernbrotes. Dann, wie wir bereits gehört haben, das Thema des Schneiderns, des Arbeitens mit der Nähmaschine, ebenfalls eine Kulturtechnik, welche auch beim Aussterben ist, wie so viele andere. Ganz aktuell arbeitet Maria Walcher an einem
Projekt, wo es um das Handwerk des Schuhputzens geht. Wir können da noch sehr gespannt sein. Sie wird in der nächsten Zeit ihre ersten Schuhputzprojekte auch der Öffentlichkeit präsentieren. Also es geht immer auch um soziale Wertigkeit, einerseits die soziale Bewertung eines Handwerkes, eines Berufes, aber natürlich auch die soziale Bewertung von Menschen, die diesen Beruf ausüben. In ihrer Arbeit aus dir wird noch was Großes werden, welches sie im alten Gefängnis in Brixen realisierte, bespricht Maria Walcher die Konzepte von Erfolg bzw. von Scheitern, welche auch immer mit persönlichen Biografien in Zusammenhang gebracht werden. Also einerseits das Vertrauen, das man einem Menschen gibt, aber auch die Furcht vor Nichterfüllung dieses Vertrauens oder auch die Nichtmöglichkeit des Erfüllens von Vertrauen. Sie hat diesen Satz, aus dir wird noch was Großes werden, zusammen mit zwei anderen Sätzen, nämlich ich bin so stolz auch auf dich und du bist was ganz Besonderes, in die Mauern einer Gefängniszelle geritzt. Und diese einfache künstlerische Geste hat natürlich auch wieder ein Thema, eine Frage aufgeworfen, nämlich welche Menschen verdienen sich Lob und Anerkennung und Vertrauen oder was macht es mit uns, wenn wir Lob und Vertrauen geschenkt bekommen oder ob uns das verweigert wird. Eines der umfangreichen Themen, die Maria Walcher ebenfalls immer wieder mal in Angriff nimmt, das ist das Thema der Erinnerung und des Vergessens. Im Rahmen ihres Projektes Lethe im Jahre 2017 hat sie am Domplatz in Innsbruck ein mehrteiliges Projekt zum Thema des Vergessens und der Erinnerung realisiert, wobei sie hier aus verschiedenen Blickwinkeln dieses Thema angegangen ist. Das ist einmal die literarische Seite, dann die philosophische, die gesellschaftspolitische und auch die kulturtheoretische Ebene. In diesem Zusammenhang hat Maria Walcher ein Symposium organisiert, in dem sie natürlich das Thema des Vergessens aus verschiedenen Perspektiven besprochen hat, aber auch das Gesellschaftsthema der Demenz angesprochen hat. Und sie hat eine Reihe von skulpturalen und installativen Werken im öffentlichen Raum realisiert. Eines davon war ein Taschentuch aus Porzellan, in welches ein Knoten geknüpft war. Und dieses Taschentuch mit Knoten, das ist eine sehr alte Erinnerungstechnik, wobei man aktive Gedanken sozusagen hinaus verlagern kann in dieses Taschentuch. Und diese Arbeit ist auch sehr bezeichnend für die Arbeiten von Maria Walcher, wo es ihr eigentlich nie nur darum geht, gesellschaftliche und theoretische Themen auf einer diskursiven Ebene abzuhandeln, sondern es geht ja auch immer darum, diese poetische Dimension mit ins Werk hineinzubringen. Im Rahmen dieses Projektes haben natürlich auch wieder die Besucherinnen die Möglichkeit gehabt und waren eingeladen, sich an verschiedenen Stationen zu beteiligen, zum Beispiel eben ihre eigenen vergessenen Geschichten oder wiedererinnerten Geschichten, Themen, auch Objekte in ein kleines Notizbuch einzutragen. Weiters hat Maria Walcher eine Hängematte realisiert, wo der Besucher oder Passant auch aufgerufen war, sein eigenes Zeitverständnis auszuprobieren, in der Hängematte liegend, wobei die Hängematte mit einem Muster bestickt war, welches ein Binärcode eines Zitates von Theodor Adorno an Horkheimer war, das lautete, ob ein Mensch Erfahrungen sammeln kann, hängt letztlich davon ab, wie er vergisst. Zudem war auch noch eine steinerne Stele im öffentlichen Raum präsent. Maria Walcher hat sich auch schon während ihres Studiums in Weimar damit begonnen, also mit dem Thema des Denkmals zu beschäftigen. Diese steinerne Stele hat keine Inschrift gehabt. Das heißt, wo und in welcher Form kann Geschichte auch im öffentlichen Raum verortet werden?
Viele Themen Ihrer künstlerischen Projekte verknüpfen sich bei Maria Walcher auch immer wieder mit ihrem privaten Leben, woraus man auch die Authentizität ihrer inhaltlichen Auseinandersetzung herauslesen und verstehen kann. Aktuell lebt sie mit ihrem Mann, der selber auch im kreativen Bereich tätig ist, und ihren drei Kindern im Alter zwischen 1,5 und 6 Jahren als städtische Kleinbäuerin auf einem Bauernhof der Vinzenzgemeinschaft in der Nähe von Innsbruck. Dieser Bauernhof ist gleichzeitig auch Herberge für Roma-Familien. Also es ist sozusagen auch ein offener Ort der interkulturellen Begegnung. Und zudem gibt es noch 40 Gärtner und Gärtnerinnen aus unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, welche kleine Gartengrundstücke bei diesem Bauernhof ständig bearbeiten. Also ein Haus des offenen Austausches und ein weiterer Traum und ein Wunschprojekt, welches sich Maria Walcher in diesen letzten Jahren realisierte. Gleichzeitig unterrichtet sie auch bildnerische Künste und Gestaltung an der Universität Mozarteum Salzburg, Zweigstelle Innsbruck. Und darüber hinaus engagiert sie sich auch im Building. Das ist eine Kunst- und Architekturschule mit Werkstätten für Kinder und für Menschen mit Behinderung in Innsbruck. Bis vor einem Jahr hatte Maria Walcher 5 Jahre lang ein Atelier in Büchsenhausen, das ist eine Zweigstelle der Tiroler Künstlerinnenschaft, wo nicht nur Tiroler Künstlerinnen und Künstler arbeiten, sondern wo im Rahmen eines internationalen Fellowship-Programmes auch immer internationale Künstlerinnen und Theoretikerinnen anwesend sind, mit denen natürlich auch ein fruchtbarer Austausch zustande gekommen ist. Das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das bezeichnet Maria Walcher einerseits natürlich als privates, aber auch als gesellschaftlich relevantes Experimentierfeld, das sie als Künstlerin, Frau und Mutter sozusagen jeden Tag immer neu ausloten und austarieren muss. Es ist sozusagen eine Art mutiges Agieren hinein in eine nicht vorhersehbare und auch stets wandelbare Zukunft, sowie eben auch diese politische und diese gesellschaftliche Dimension, welche Maria Walcher durchaus auch aktiv in ihre Kunstprojekte mit einfließen lässt, so zum Beispiel auch in ihrer installativen Arbeit A Room of One's Own, also in Anlehnung an das Werk von Virginia Woolf im Kreuzgang von Kartaus im Schnalstal im Jahre 2017, wo sie 3 Vorhänge installiert hat in den Grundfarben Blau, Rot und Grün, welche sich in unterschiedlichen Rhythmus immer wieder geöffnet und geschlossen haben und so eine Art symbolischen Raum kreiert haben zwischen dem gesellschaftlichen nach außen gehen, nach außen agieren einerseits und der Abgrenzung in die Privatsphäre auf der anderen Seite. Die Idee der künstlerischen Praxis zwischen konzeptuellem Zugang einerseits und dem Umgang mit dem Unvorhersehbaren, mit spontanen Entwicklungen und mit ungesteuerten Prozessen, das ist kennzeichnend für die Arbeit von Maria Walcher. Sie greift über 10 Jahre lang schon dringende gesellschaftliche Themen, so rund um die soziale Gerechtigkeit, Umgang mit dem Fremden, Arbeits- und Produktionsbedingungen, Caring- und Sharing-Techniken und Praktiken sowie Erinnerungskultur auf, welche angesichts der fundamentalen kulturellen Umwälzungen in den letzten Jahren, aber natürlich auch durch Covid-19, mehr denn je in das öffentliche Blickfeld gerückt sind. Die Kunst ist für Maria Walcher immer ein Medium der Kommunikation. Dabei geht es ihr vielmehr darum, Fragen zu stellen und weniger darum, Antworten zu geben. Eben genau in dem Sinne, dass Kontexte, Sichtweisen permanent auf einer gemeinsamen Plattform als veränderbare Möglichkeiten präsent sein dürfen. Dabei bringt sie natürlich auch ihre skulpturalen und installativen Umsetzungen und Inhalte stets auf den Punkt. Der Paul-Flora-Preis geht heuer an die Künstlerin Maria Walcher.
einerseits für ihre langjährige und konsequente künstlerische Praxis, aber auch im Sinne dieses Hinterfragens und dieses Neuverhandelns ganz virulenter gesellschaftlicher Fragestellungen. Einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute an dich, Maria. Danke, Sabine. Ich bitte nun die Landesräte, den Preis zu übergeben. Ja, liebe Maria, jetzt kommt der wirklich schwierige Teil für uns heute. Liebe Beate, wir sollten jetzt sozusagen auf digitalen Wege den Preis übergeben. Ich habe diese immens große Urkunde. Beate Ballfrader hat einen Abzug davon bei mir zu Hause. Liebe Maria, ich verspreche dir, ich werde diese Urkunde hüten wie meinen größten Schatz, um ihn dann dir zu übergeben. Und wir werden auf jeden Fall den Moment finden, um ihn gemeinsam und wirklich auch persönlich zu übergeben. Ich darf zumindest den Teil, der auf der zentralen Seite der Urkunde steht, ganz kurz verlesen. Der Paul-Flora-Preis 2021 wird Maria Walcher für ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen zuerkannt. Am 15. Mai 2021 Dr. Beate Ballfrader, Landesrätin für Kultur des Bundeslandes Tirols und Philipp Achermer. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Maria, dir zum Paul-Flora-Preis 2021. Wir sehen uns bald und dann darfst du diesen Preis von uns persönlich entgegennehmen. Feiere diesen Preis ordentlich am heutigen Tag. Wir feiern ihn dann spätestens das nächste Mal mit dir. Alles, alles Gute. Beate, wenn du noch willst, hinzufügen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich nehme es mal so entgegen. Danke sehr. Wow. Ich glaube, das Wort, Maria, wenn du wünschst, geht an dich. Ja. Ja, also vielen, vielen Dank. Wow. Es freut mich natürlich sehr, dass ich den Paul-Flora-Preis erhalte. Ist eine wunderschöne Anerkennung. Ich habe erst vor kurzem in einem Gespräch, als es um den Paul-Flora-Preis ging, erwähnt, 2019, als ich von meinem dritten Kind schwanger war, war ich gerade dabei, eine Publikation zu erarbeiten, in der ich einige meiner Projekte zusammengefasst habe. Und dachte mir, ah ja, das geht gut, das ist so schön in einem Paket verpackt, weil wer weiß mit drei Kindern, wie viel oder wie ich überhaupt noch dazu komme, künstlerisch zu arbeiten. Und ja, jetzt ist Lauren bald dann 2 Jahre alt und es schaut nicht danach aus, als würde ich nichts mehr tun, ganz im Gegenteil. Und das ist wunderbar. Und da denke ich immer wieder an einen Freund von mir, der mir gesagt hat, naja, wenn du Künstlerin bist, dann kannst du ja gar nicht anders. Dann kommt wieder eine Idee oder es reizt dich etwas und du willst etwas, das dir im Kopf herumschwirrt, wieder in den Raum bringen und schon bist du dabei. Ja, Kunst ist für mich eben, wie schon erwähnt, ein Experimentieren, ein Forschen, vielfach hinterfragen und dann auch die Freude am Tun, am Umsetzen und Machen. Und da gibt es immer wieder irgendwas, das mich gutschelt und reizt oder mir im Kopf herumschwirrt und das danach schreit, in den Raum gebracht zu werden. Dass ich die Zeit dafür habe und den Raum, das auch zu machen, das verdanke ich zum großen Teil meinem wunderbaren Mann Wolfgang Nöckler, der eben gemeinsam mit mir, würde ich sagen, ein ganz gutes Team ergibt, das das Experiment Familie und Kunst zu vereinen gut auf die Reihe bringt. Wolfgang, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und für die Geduld, wenn es manchmal auch ein bisschen stressig wird. Dabei möchte ich natürlich auch meine 3 Kinder, Jakob, Vincent und Laurin, erwähnen, die gewollt oder ungewollt auch bei den Projekten immer dabei sind. Wenn ich jetzt schon bei der Familie bin, möchte ich ganz einen großen Dank auch an meine größere Familie aussprechen, an meine Eltern, an meine Geschwister und alle rundum, die mich eigentlich von klein auf in meinem kreativen Schaffen begleitet haben und begleiten, die von Projekt zu Projekt immer wieder zum Handkuss gekommen sind, mir auszuhelfen oder in den heißen Produktionszeiten mit mir mitzuschwitzen. Auch euch allen vielmals Danke.
Im künstlerischen Prozess ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil immer das Dranbleiben an einer Sache oder an einer Idee. Wie sie sich dann ausformuliert, das entwickelt sich, aber wichtig ist Dranbleiben. Und das Dranbleiben, das wird auch unterstützt und getragen von ganz vielen von mir sogenannten guten Geistern. Das sind Personen, die mich inspirieren, die mich motivieren oder mir wieder einen Anreiz geben, an ein neues Projekt heranzugehen oder mich eben in meinen Projekten auch begleiten, mitwirken, mitarbeiten, sagen, ja, ich bin dabei, gut. All denen möchte ich auch ganz, ganz herzlich danken. Ich kann sie leider nicht einzeln erwähnen, weil ich dann wahrscheinlich sicher irgendjemand vergessen würde. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen und ich werde es euch bei Gelegenheit auch persönlich sagen, dass ihr meine guten Geister seid. Auf jeden Fall seid ihr immer irgendwo dabei. Danke dafür. Ich möchte mich natürlich auch bei der Kulturabteilung der Provinz des Landes Südtirol bedanken, weil auch die mich eigentlich in meinem künstlerischen Werdegang-Prozess begleitet haben, weil immer wieder Projekte von mir unterstützt und gefördert wurden und es mir somit natürlich auch ermöglicht wurde, so meinen Weg zu beschreiten und meine Projekte, die ich vielfach auch selbst organisiert habe, zu realisieren. Und da ist nun der Paul-Flora-Preis, dabei auch vielen herzlichen Dank auch an das Land Tirol, ein großer Motivator, eine wunderschöne Anerkennung und macht sehr, sehr viel Lust, wieder Bilder vom Kopf in die Landschaft zu setzen oder eben die Landschaft auf den Kopf zu drehen. Abschließend möchte ich gern aber auch ein paar Worte zu der Zeit sagen, in der wir uns gerade befinden. Also die Zeiten jetzt machen es natürlich Künstlerinnen und Kunstschaffenden nicht unbedingt leicht, dran zu bleiben, ihre Arbeiten zu realisieren und zu zeigen vor allem. Und dabei möchte ich all jenen ganz einen herzlichen Dank aussprechen, die sich für Kunst und Kultur einsetzen, sei es durch die Organisation, sei es durch die Unterstützung und natürlich auch durch die eigene künstlerische Arbeit. Denn Kunst ist Nahrung für die Seele. Und Kunst ist auf jeden Fall systemrelevant. In diesem Sinn sage ich Prost und nochmal herzlichen Dank für den Paul-Flora-Preis. Ich danke allen Anwesenden nochmals sehr herzlich für ihr Mitwirken und das Dabeisein. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an meine Kollegen Mike Ramsauer und Christoph Mummelter vom Amt für Film und Medien, die mich technisch unterstützt haben. Ebenso an Armin Bernhardt von der Oberfinschger Bürgergenossenschaft DA für die organisatorische Hilfe. Ein großes Dankeschön auch noch an Musiker David Frank. Er spielt zum Abschluss das Lied Ispirazione delle Donne. Ich wünsche Maria alles, alles Gute und viel Erfolg für ihr weiteres künstlerisches Wirken und lade alle ein, das Glas auf Maria zu heben. Im Namen aller Beteiligten verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Jahr. Ah, noch Prost, Maria. Prost, auf Maria. Dich. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Alles gut. Gratuliere. Ja, danke vielmals. Ich hoffe, ihr feiert alle noch gut zu Hause mit mir. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal heimdüsen und weiter feiern. Thank you.
Thank you.